Das ist mega. Wisst ihr, als ich das Video vorgestern hochgeladen habe, war das so, ich habe gespielt, hast du meist auch gewonnen. Wer den Gag kennt, der kann ihn wieder reinschreiben. Jetzt sitze ich da so, halt so gedacht, ja okay, wird ein gutes Video. Zu dem Zeitpunkt waren es dann 77 Abonnenten und ich denke mir so, Alter, das sind 9 Abonnenten in einer Stunde. Deswegen auf jeden Fall erstmal ein herzliches Willkommen an die 9 Abonnenten. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr da seid, diese Magdeburg-Karriere hier zu unterstützen. Den ersten FC Magdeburg auf jeden Fall hier zu einem internationalen Titel zu führen, nämlich die Champions League zur Meisterschaft. 10! Klasse! FCM, blau-weiß sind deine Siegesfarben. Soll natürlich gesagt sein, lasst auf jeden Fall gerne ein Like auf diesem Video da, abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt gerne Kommentare, Transfervorschläge, weitere Anmerkungen zur Karriere rein. Würde mich sehr freuen, habt ihr auch fleißig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Support war klasse auf die letzte Folge. Aber ich würde sagen, damit können wir in die Kommentare starten. Der erste Kommentar dreht sich um die Frage, gegen wen spielen wir heute? Wir werden heute auf jeden Fall gegen die TSG aus Hoffenheim und gegen die Bremer spielen, also ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Dann würde ich persönlich sagen, werde ich gegen Schalke normal simulieren, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und werde gegen Stuttgart und die Bayern schnell simulieren. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Man könnte doch eventuell auch mal reale Fangesänge reinmachen von Magdeburg-Fans. Ist, denke ich mal, umsetzbar. Ich werde es versuchen, wenn ich es nicht vergesse, dann wird es wahrscheinlich nicht jetzt genau kommen, sondern halt bei Spielen ist ja logischerweise. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Transfervorschlag. Es ist der inzwischen 36 Jahre alte Nils Petersen. Ich weiß nicht, ob er uns hilft. Also er ist einer für die Geschichtsbücher, er hört nicht auf. Und ich würde sagen, wir setzen ihn einfach mal auf die Scouting-Liste. Da bin ich echt mal gespannt. Damit steht auch schon das erste Spiel für heute an. Ein- und Schnellsimulation auswärts bei Stuttgart. Ich muss ein bisschen durchrotieren, denn das Spiel gegen die Hoffenheimer steht dann auch demnächst an, was sie selbst spielen werden. Deswegen bin ich mal gespannt, auswärts bei Stuttgart, was es wird. Es wird ein sattes 3:0. Torschützen sind Blanco mit dem Doppelpack und tatsächlich auch Marius Bülter. So kann man auch ganz gut in die Folge reinstarten, würde ich ganz ehrlich sagen. Mohamed Walter. Direkt nach diesem Spiel gibt es auf jeden Fall direkt das nächste Spiel zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Deswegen gehen wir auf jeden Fall rein. Ich bin gespannt. Ben Sebaini auf jeden Fall in der Innenverteidigung. Das finde ich komisch. Aber da sehe ich auch einen wie Baumgartner. Ist immer noch da. Eggestein, Moisken. Yo, okay, dann halt so. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus der MDCC Arena, wo es Magdeburg heute mit der TSG aus Hoffenheim zu tun bekommt. Spieltag 24, es sind tatsächlich nur noch 10 Spiele in dieser Saison zu gehen. Im Pokal sind wir leider nicht mehr drin, das heißt, wir können uns jetzt auch voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Und im Moment sind wir tatsächlich noch Tabellendritter. Das bedeutet, wir würden einfach Champions League spielen. Hier sehen wir mal die Tabelle, wir haben einfach 5 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Hier ist unsere Aufstellung. Florian Müller im Tor, Viererkette mit Çalhanoğlu, Van Drongelen, Kusunu und Pembele, Doppel-6 mit Busquets und Fein, 3 Mittelfeld mit Blanco König und Zitaşvili und vorne steht Mergin Berisha. Das ist fast eigentlich immer unsere Startformation gewesen, ist halt die bestmögliche Aufstellung, hier nun die der Hoffenheimer. Auf jeden Fall noch Robert Sko auf der linken Verteidigerposition, dann haben wir hier auch noch Geiger und Eggestein auf der 8, auf der 10 Baumgartner und vorne Doppelspitze mit Kangin Lee und Mois Keen. So, damit rein in die Partie. Wir sehen uns auf jeden Fall in Szene 1 wieder. Ihr kennt es inzwischen. Die stehen ja wirklich sehr kompakt in der Mitte. Was auch ganz gut ist, dass auch wirklich Achter auf den Achterpositionen sind. Und nicht Flügelspieler oder irgendwelche Hybridspieler. Das bedeutet, wir könnten rein theoretisch auch was über die Flügel versuchen. Das ist der erste gute Ball, aber Florian Müller ist zur Stelle, macht das gut. Hält den Ball allerdings nicht fest. Jetzt mit dem perfekten Ball für Alex Blanco. Blanco läuft jetzt erstmal. Und da ist auf jeden Fall ein Mergin Berisha in der Mitte. Allerdings gut zugestellt. Die Flanke war auch nicht optimal. Und das ist Kangin Lee. Da ist der Ball gut. Und da ist tatsächlich auch schon das 1-0 für Hoffenheim. Das ist nicht gut verteidigt, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist Baumgartner, der jetzt tatsächlich trifft für Hoffenheim. Was macht der zweite Innenverteidiger? Wo ist Kusunu generell? Decken die dort zu zweit? Mois Keen? Okay. Ich sag mal so, Ausrutscher dürfen jetzt eigentlich nicht mehr passieren, wenn es tatsächlich ins internationale Geschäft gehen soll. Was ich mir absolut niemals auserkoren hätte. Als Aufsteiger. Berisha.
Nein, bleib doch dran am Ball. Warum rennst du denn weg vom Gegenspieler, als wenn du aus der Balance gekommen bist? Das kannst du mir auch sowas von vergessen. Berisha jetzt immer mit Vollsprint auf die Verteidigung zu. Ey, diese Pässe von Berisha sind echt gut. Die nächsten Chancen jetzt mal vielleicht wieder für Hoffenheim. Der gute Ball rüber und... Ey, was ist denn das? Die Sechser kommen wieder nicht mehr nach hinten. Die haben keinen Bock. Eggestein mit dem 2-0. Ey, Mann. Jetzt kommt wieder die Ausrede. Ich bin 0 eingespielt. Erstes Spiel heute. Nach einem 2-Stündchen Mittagsschlaf. Ey, die decken Mergin Berisha dort aber auch zu bis zum geht nicht mehr. Sei mir ehrlich, das Verteidigen ist FIFAs kompletter Rotz. Damit gehen wir mit einem 2-0 für die TSG in die Pause. Wir haben wirklich nicht mal einen Schuss abgegeben. Nicht mal einen Schuss. Das einzige Ding war diese Flanke für Berisha, die hat nicht mal ankam. Das war unsere einzige Torannäherung. Och man, spiel den doch auf König, du Blöder. Jo, hau den doch weg, du bist doch am Ball dran. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Hoffenheim wieder hier unter Dauerdruck, das könnte doch abseits gewesen sein, Mann. Ich sag mal so, Zitashvili komplett aus den Angeln gehoben bisher, kriegt nichts hin. Genauso wie auch ein König oder ein Berisha, da geht gar nichts. Liegt aber auch daran, dass unsere beiden Sechser heute eine komplette Katastrophe sind bisher. Die kommen gar nicht zurecht im Mittelfeld. König, hallo, läufst du auch mal rein oder haben wir heute keine Lust? So stelle ich mir das vor, genau so. 70. Minute, zweite Chance für Magdeburg. Lauf doch die Grundlinie runter, was ist denn los mit dir? Och Mann, das ist doch... Niemand läuft in der Situation zurück. Nur in FIFA ist es, auch nur bei uns. Jo, Alter. Erstmal 3-0 Stuttgart wegrasiert. Und dann eine absolute Katastrophe. Wahrscheinlich auch taktisch, könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Gegen Hoffenheim bisher. Zwei Flanken, die beide nicht ankamen. Das ist das, was Magdeburg verbuchen kann. Und... Ey. Holy moly. Maciejewski, König. Ey, wirklich, die Innenverteidigung von Hoffenheim steht auch bombenfest. Ich kriege nichts nach vorne hin. Gar nichts. Also so deutlich wurde ich bisher noch nicht geschlagen. Das ist jetzt mal ein guter Ball für Blanco. Blanco jetzt nochmal eine Nachspielzeit vielleicht mit dem Anschlusstreffer. Nee. Hoffenheim hat uns heute komplett den Zahn gezogen. Wirklich, was die gerade gemacht haben. Die haben das einfach runtergespielt. Die standen hinten gut, haben zwei vorne gemacht. Ich habe nichts hinbekommen. Nichts. Obwohl am Saisonbeginn eigentlich kaum einer erwartet hätte, scheint ein Platz in der Spitzengruppe kurz vor Saisonende durchaus dankbar. Glauben Sie, die Mannschaft kann dieses Niveau bis zum Schluss halten? Wir müssen konzentriert bleiben und dürfen uns eigentlich nicht darauf fokussieren. Muss ganz ehrlich sagen. Auf dem Papier sind Magdeburg und Bremen ziemlich ebenbürtig. Werden sie dieses Spiel angehen? Müssen auf jeden Fall ein gutes Spiel zeigen. Definitiv. Und ich meine, ob Platz 3 und 17 jetzt so ebenbürtig sind, weiß ich jetzt nicht. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Weserstadion, wo die Bremer es also mit dem 1. FC Magdeburg zu tun bekommen. 25. Spieltag der Bundesliga-Saison. Magdeburg geht auf jeden Fall als Favorit in diese Partie. Nein, da kannst du sagen, was du willst. Drittplatzierter gegen Platz 17. Soll nur mal gesagt sein, Platz 17. Bremen hat die schwächste Offensive. 22 Tore gerade mal. Ja, wenn das wirklich Adam Scholloy in der Endverteidigung ist. Bitte nicht, ey, bitte nicht. Da habe ich einen Stürmer, der sich um meinen Stürmer kümmern soll. Also die Aufstellung, Turner im Tor. Bitte lass es nicht Adam Scholloy sein. Okay, es ist nicht Adam Scholloy, es ist irgendein Scholloy. Aber unter anderem auch Melem auf dem linken Flügel, Goller, für Schalke gespielt. Und ja, Remchuk vorne im Sturm. Fünferkette, ich hab Bock. Eigentlich komplett unverändert zum TSG-Spiel. Deswegen kann ich das eigentlich auch überspringen. Und wir gehen direkt in die Partie hinein, hier gegen die Bremer. Und ja, ich hoffe, das wird jetzt einfach mal wieder eine Kai König Masterclass. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Okay, dann muss der erste Schuss schon mal geblockt werden. Der ist gefährlich. Was machen unsere beiden Sechser dort? Die haben sogar die Anweisung, mit nach hinten zu arbeiten. Zumindest einer davon. Ja, wirklich, wie passiv sich dieser blöde Computer teilweise verhält, wenn man ihn nicht auswählt. Die stehen wirklich einfach nur dumm rum. Jetzt hat Kai König mal den Platz, den er braucht und er zieht auch mal ab und das ist der erste Schuss auf jeden Fall in dieser Folge. Kai König also hier gegen Turner mit dem ersten Schuss. 0-0 in die Pause. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Pass? Der sollte dort niemals hingehen. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das irgendwie hier jetzt an meinen Fähigkeiten liegt, weil ich unbedingt nicht anders spiele als in der letzten Folge. Haben wir jetzt mal ein bisschen Platz
Ne, sind trotzdem 4 Leute hinten. Das ist mal eine gute Idee auf jeden Fall von Kai König. Hier gegen Zita, für Zitashvili. Mal in die Mitte. Berisha. Blanco, das ist tatsächlich das 1-0. Oh, das ist gut herausgespielt auf jeden Fall. Und wir führen ihn nach 62 Minuten. Alex Blanco, das war mal ein guter Pass von Berisha. Völlig unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Was Kai König dort für einen Seitenwechsel raushaut mit einem Flachpass. Und dann ist es Berisha, der dort den einstartenden Blanco sieht, der gegen Friede unheimlich stark aussieht in dieser Situation. Blanco, 7. Saisontor. Kurze Zwischenfrage. Was sagen die eigentlich in meinem Intro? Ich meine, klar, ich weiß, dass es die Magdeburger sagen, ja. Aber was ist das am Ende von meinem Intro? Dieses Fangesänge. Was genau sagen die da eigentlich? Weil ich kann es einfach nicht raushören. König jetzt mal mit dem guten Ball für Berisha, der jetzt ablegt für König. König abschließt. Aber diesmal ist Friede zur Stelle, kann den Schuss blocken. Oh mein Gott. Ey, bleib doch da dran, was ist das? Oh mein Gott, Müller, du bist Gott sei Dank zur Stelle. Berisha, jetzt ist der Ball gut für König und Kai König macht das 2-0. Ist der Deckel vielleicht drauf? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall macht Kai König das Ding rein. Berisha heute mal mit 2 Assists statt mal 2 Toren, was ich mir eigentlich wünschen würde von einem Stürmer. Aber ich glaube, das ist es vielleicht sogar gewesen. König zeigt den Laufweg an, Berisha stellt ihn und dann ist auf jeden Fall Kai König mit einem wunderbaren Abschluss da. Macht ja also das 2-0 für Magdeburg hier in Bremen. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt, dass das Spiel in etwa so läuft. 8 Saisontore für Kai König. Wir haben diesmal nicht einen, der alles komplett abschießt, sondern wir haben wirklich mit Blanco, mit König, mit Berisha und mit Zitashvili 4 Leute, die, glaube ich, mindestens alle 7 oder 6 Tore haben. Das ist unfassbar. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir dort Suleiman Abdullahi echt gut ersetzt haben, weil wir haben mit einem Spieler verkauft, der in der letzten Saison, wie viele Tore hat er gemacht? 26? Und hat praktisch die zweite Liga komplett in Brand geschossen. Und jetzt auf einmal haben wir dort vorne eine funktionierende Offensive aus 4 bestehenden Leuten. Das ist auf jeden Fall die nächste Möglichkeit. Pembele jetzt mal auf der Seite. Da ist noch eine Möglichkeit und die ist drinne. Das ist Marius Bülter, oder? Oder ist das Kai König? Beide sind blond. Es ist Kai König. 90. Minute, 13-0. Pembele, wunderbare Vorlage. Ich dachte erst, der ist nicht drinne. Ich dachte erst, der hat ihn wirklich rübergehauen. Aber der ging tatsächlich von der Latte rein ins Tor. Kai König also noch mit einem wunderbaren Kopfballtor. Also noch das 3-0 hier in Bremen. Turner sieht da nicht gut aus. Damit endet die Partie auch. Wie gesagt, 3-0. In den letzten 7 Minuten noch 2 Tore gemacht. Auf jeden Fall sehr starke Leistung von uns. Zweite Hälfte generell deutlich besser gewesen als die Bremer. Von denen kam kaum noch was. Also nun eine Schnellsimulation hier gegen die Bayern mit Conte auf jeden Fall in der rechten Verteidigung. Bitte lass es nicht N'Golo Conte sein. Ja. Okay, 3-1 verlieren wir. So, und damit also in die letzte Partie für heute eine Simulation, eine normale Simulation gegen Schalke. Jetzt hauen wir den Schalkern, den Königsblauen, auf jeden Fall ordentlich auf die Mütze. Bitte zeigt jetzt mal gegen uns eine Leistung, wie ihr es über stabile 1,5 Jahre inzwischen macht. Ja, auf jeden Fall rein in das Spiel, mal wieder eine Simulation. Ich habe auf jeden Fall Bock, wenn der nächste FIFA-Teil dann draußen ist. Es wird sehr wahrscheinlich so kommen, dass ich als Schalke-Fan eine Karriere mit FC Schalke 04 machen werde. Junge, rennt er da auf dem rechten Flügel lang? Was ist denn mit ihm los? Ah, da ist die Chance. 1-0. Mehr gegen Berisha. 23. Minute, da ist es auf jeden Fall da, das 1-0. Hier auf Schalke. Der Abschlag war katastrophal. Magdeburg wieder im Ballbesitz. Spielt Schalke hinten rein. Guter Schuss von Berisha. Starke Parade von Benitez. Wahrscheinlich Fein und Busquets gerade wieder die besten Sechser der Welt. Da kommen wieder diese genialen Pässe in den tiefen Raum. Ich verstehe es nicht. Ich muss ja sagen, 2. Spieltag, Freiburg-Simulation dieser Saison. Falls ihr die nicht gesehen habt, guckt euch die gerne an. Das war die geilste Simulation, die ich jemals hatte, was dort mit Pässe gespielt wurden. Ja, da ist eine Lücke eventuell immer da. Fein, 2-0. Fein auf Busquets. 6er auf 6er. Und wir spielen hier Schalke komplett in den Grund und Boden. Das sieht katastrophal aus, was hier gerade... Also, ich habe gerade volle Flashbacks aus der Realität, was Schalke angeht. 60 Minuten rum, nicht einen Torschuss verbucht. Ist ja wieder ein Wolfsburg-Spiel am Wochenende. Oh mein Gott, was ist das? 3-0, Zitashvili. Wie genial ist dieses Tor bitte herausgespielt? Wie genial war das bitte rausgespielt? Wir nehmen Schalke komplett auseinander. Wir schrauben die komplett in ihre Einzelteile. Einfach die Bauanleitung genommen und wieder auseinandergebaut. So einfach ist es. Das war vielleicht die dominanteste Performance, die Magdeburg in dieser Saison gezeigt hat. Das war
unglaublich, wie wir Schalke auseinandergenommen haben. So, Scout-Abschlussbericht zu Nils Petersen. Er hat nur noch eine 68 und hat eine unglaubliche Sprintgeschwindigkeit von 34, einen Antritt von 36. Ich glaube nicht, dass Nils Petersen nochmal für Magdeburg spielen wird. Aber wenn ihr den gerne als Gag-Spieler haben möchtet, dann schreibt es auf jeden Fall gerne rein. Ich meine, so viel kostet der jetzt nun auch nicht. Endlich. Nicolas Weiß. Endlich. Es sind keine 2 Millionen, aber es sind 1,5 Millionen. Endlich. Vielen Dank, FIFA. In Saison Nummer 5 ist es dann auch mal soweit. So, bevor wir zur Abstimmung für die nächsten Gegner kommen, ich bringe ja ungefähr 2 Wochen pro Folge. Ja, genau, schon wieder falsch gesagt. Ich bringe ja ungefähr 2 Wochen Folge. Ich will schon wieder sagen. Ich bringe ja ungefähr 2 Folgen pro Woche. Und ich habe irgendwie so diese Idee, immer die letzte Folge der Woche, also bevor das Wochenende ansteht, wo Bundesliga ansteht, dass ich auf jeden Fall meine eigenen Tipps für die erste Bundesliga mal kurz abgebe für den gesamten Spieltag. Die werde ich dann einfach nur einblenden. Ich werde nichts dazu sagen. Ich werde sie nur einblenden. Ihr könnt was dazu sagen. So, und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für euch. Nächste Folge, Saisonfinale. Das bedeutet 7 Spiele. Das wird eine etwas längere Folge sein. Es sind auf jeden Fall 3 selbstgezockte Partien, 1 normale Simulation und 3 Schnellsimulationen. Und folgende Gegner stehen auf jeden Fall zur Auswahl. Heim gegen Augsburg, Heim gegen Wolfsburg, Auswärts gegen Mainz, Heim gegen Freiburg. Und die letzten 3 Spiele haben es nochmal ordentlich in sich. Auswärts gegen die Eintracht, Heim gegen Robbie Bubble Leipzig und Heim gegen Borussia Dortmund. Wie gesagt, das soll es mit der Folge für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Falls ja, dann lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like auf dieser Folge da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Fast den Versprecher-Verbrecher rausgehauen. Freue mich auf jeden Fall wieder, dass ihr am Start wart. Vielen Dank für den Support auf die letzte Folge. Unfassbar. Also generell. Sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.